Herzlich willkommen zu Super Mario Bros. USA, außerhalb von Japan bekannt als Super Mario Bros. 2. Die Story lautet: When Mario opened a door after climbing a long stair in his dream, another world spread before and he heard a voice call for help to be freed from the spell. After awakening, Mario went to a cave nearby and is surprised he saw exactly what he saw in his dream. Krasse Story auf jeden Fall. Das Spiel kam für das NES raus und war ursprünglich Doki Doki Panic. Das war ein Spiel von Nintendo für das NES Disk-System, wenn ich das System wieder reingehen kann, was für eine Fernsehsendung gedacht war. Und hatte auch die Charaktere davon, aber weil das normale Super Mario Bros. 2 zu schwierig war, kam das halt mit anderen Sprites außerhalb von Japan als Super Mario Bros. 2 raus. Deswegen funktioniert es auch ein bisschen anders. Was ich oft schade finde, dass das System nicht irgendwie mal wieder verwendet wurde, soweit ich weiß. Was eigentlich ganz lustig ist, so mit diesen Pflanzen. Okay, der ist leider nicht gestorben. War ziemlich dumm von mir. Zack, zack. In jedem Level gibt's diese, ich die, solche Ehrenmeierkolben, mit denen man sich ein Power abholen kann, wenn man es an der richtigen Stelle rauswirft. Das war, glaube ich, weiter hinten. Ja, das war da oben, jetzt fällt's mir da ein. Geh mal rein. Okay. Hiervon gab's, also von dieser Untergrund-Level-Musik gab's auch noch so einen Beta-Mix. Der sogar ganz gut klang. Drüben war auch irgendwas, da geh ich mal hin. Auch alle Charaktere können hier was anderes, aus dem Spiel kommt auch Peachs Flatterflug, also kein Flatterflug, sondern mit diesem Kleid, sie so schweben kann. Hoffentlich schaffe ich das. Gut. Habe ich Glück gehabt. Das ist jetzt eine Abkürzung zum Boss. Ja, wenn man hier hoch geht, dann kommt man zum Level-Endboss. Ich habe gerade einen kleinen Schnitt gemacht, weil ich irgendwie zu doof bin, um hier mal weiterzukommen. Ich habe gerade auch ein Leben verloren. Okay, diesmal schaffen wir es aber. Wenn man nur noch eins, also da an der Seite sind ja diese Sechsecke, und wenn man nur noch eins davon hat, dann schrumpft man auch zu einem normalen Mario, also zu nicht der Super-Version. Und geh hoch einfach, danke. Und hier sieht man natürlich das Element vom vertikalen Scroller. Zack, zack. Die Stelle hier finde ich immer ziemlich schwierig. Hallo, Mario, bitte. Und jetzt bin ich auch schon beim Endboss. Der eigentlich fast immer Birdo ist. Aus dem Spiel kommt auch Birdo. Man diese Eier fängt und dann die gegen ihn werfen muss. Oder sie. Mittlerweile. Man wirft dreimal ab und dann hebt man das Ding auf und dann geht's weiter. Kein Bonus leider. So ist nächstes nämlich Peach. Wegen ihrer Spezialfähigkeit, dass ich die auch mal zeigen kann. So kann Peach das hier. Okay, gut, das steht drauf. Also ich zeig's weiter hinten. Ah, das war dumm.
So, wenn man unten ist, wird man nicht getroffen, oder? Ja. Okay, ich warte lieber ab. Hier irgendwo kann man reingehen. Da muss man sogar. Nicht wegen dem One-Up, sondern hier rein muss man. Hier gibt es nämlich so einen Schlüssel und immer wenn man diesen Schlüssel hochhebt, verfolgen einen diese Masken. Weil da gibt es einen einfachen Trick, man wirft den Schlüssel einfach weg und dann geht die Maske. Ah, das gibt's nicht. Da war ich zu ungeduldig. Und diese Stelle hasse ich über alles. So, ich bin jetzt zweimal gestorben. Ich hoffe, dass ich es diesmal schaffe. Ich bin nämlich wirklich schlecht hier drin. So, um an diesen Pilz zu kommen, das habe ich jetzt schon versaut. Geh mal rein. Muss man das erst freisprengen und das habe ich jetzt vergessen. Und außerdem krieg ich das sowieso fast nie hin. Muss ich warten, bis es gesprengt ist. Einmal reicht nicht, man braucht zweimal. Okay, hat zum Glück geklappt. Das hätte ich hier schon aufgeben können. Diese Kirschen, die sind ziemlich sinnlos, meiner Meinung nach. Hallo? So, gut. Und das war's schon mit dem Level. Jetzt noch schnell den Boss besiegen. Jetzt bin ich klein, das könnte etwas gefährlich werden. Sie hat es nicht hochgehoben einfach. Schon. Zack. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Ich habe das Spiel auch noch nie durchgespielt. Ich werde wahrscheinlich die Austausch-Version als Let's Play bringen. Das nächste Mal mach ich mal Luigi, der kann schneller rennen und Toad höher springen. Ach nein, andersrum. Luigi rutscht auch so komisch. Das kommt glaube ich auch aus dem Spiel. Wenn man so sich lange duckt, dann kann man höher springen. Das ist bei Luigi besonders stark. Weil der hat echt. Der lässt sich halt echt komisch steuern. Ich glaube hier war das. Hier war der Pilz auf der Brücke irgendwo. Nee. Ach, der ist dort. Vielleicht auf den Stern warten? Nee. Echt nicht. Die Steuerung ist echt nicht so einfach. Aber eignet sich für das Level vielleicht sogar ganz gut. Ich glaube, da oben war auch noch was. Zack. Ach ja, hier ist diese Unverwundbarkeit, mehr oder weniger. Es bleibt einfach alles stehen, das ist... Ich glaube, hier war auch noch ein Pilz irgendwo. Ach ja, hier, wenn man diese Münzen einsammelt, dann kriegt man diese Bonuschance auf ein paar extra Leben. Das war gemein. Hier hinten geht es nicht groß weiter. Hier kann man nicht mal reingehen. Krass. Ach ja, das ist das Level. Geh weg, danke. Hier kann man einfach durchspringen. Luigi müsste hier sogar so hochkommen. Normalerweise muss man diese Pilze oder was das sein soll von da unten nehmen. Der andere Weg ist zum Hochkommen vielleicht besser, ich weiß es nicht. Zum Runterkommen ist der andere Weg auf jeden Fall besser. Jetzt warte ich mal noch ab. Bin aber zu doof zum Springen, weil ich A gedrückt habe. B gedrückt habe. Okay. Okay, Luigi, wenn man sich dran gewöhnt, ist halt gut. Ich glaube, hier kann man durch auch. Also das Beste in dem Level ist, habe ich zumindest so in Erfahrung. Mir in Erfahrung gebracht oder wie auch immer. Schlüssel so zu werfen.
Dann kann man einfach hier runterspringen. So. Hier muss man aufpassen, hier muss man hier rüber, weil hier die Tür ist. Wenn man einfach gerade runterspringt, springt man einfach an die Stacheln. Das finde ich ziemlich gemein eigentlich. So, hier schnell durch, hier gibt es doch nichts Besonderes, außer diesen Powerblock. Komm schon. Ja, weil Luigi so fliegt. Hier ist die Sternmusik. Kann man ja auch mal hören. So, diesmal gibt es keinen Endboss, also keinen Burrow-Endkampf. Weil, weil immer das dritte Level in der Welt ein Endbosskampf ist, also ein richtiger Endboss. Okay, noch ein Versuch. Ich habe gerade erfahren, dass man die Bomben auch fangen kann. Und dann stellt sich drunter und dann hat man die direkt. Hilfe! Was passiert hier? Bitte! Mist! Ach komm schon, was passiert denn hier? Nein! Das müsste was werden, oder? Komm, renn rein! Komm schon, komm schon! Ja! Mist. Mist. Schon wieder? Wenigstens einmal. Kann man nichts machen? So, das ist das erste Wüsten. Wie immer, Welt 2 ist ein Wüstenlevel. Der Toad kann echt kaum springen. Zack. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat, keine Ahnung. Schon tot. Ist hier unten was los? Genau der gleiche Schrott. Zack, zack. Okay. Ach, Toad. Hier kann man auch auf den Kakteen stehen, das ist ganz praktisch. Okay, die schießt zweimal. Ne, die schießt gar nicht. Die schießt erst, wenn er springt, das ist auch cool. Ich finde es etwas lame, dass diese Kirschen anscheinend überhaupt nichts bringen, habe ich das Gefühl. Vielleicht auch gegen Ende erst. Ja, hier muss man schnell sich runtergraben. Also ich laufe meistens hin und her und grab weiter. Okay, jetzt ist hier gerade kein Gegner, da kann ich einfach so gerade runter. Und damit bin ich Game Over und das war's mit diesem Let's Test. Wie gesagt, ich werde das Spiel in der Ausschlussversion Let's Playen und dann bis zum nächsten Video.